Nachdem die Befestigungswerke sturmreif geschossen sind, wird ein Landungskorps zum Angriff angesetzt. Im Nahkampf werden die einzelnen Stellungen genommen. Der polnische Hafen Gdynien wird hartnäckig verteidigt. Versenkte Schiffe sollen die Hafeneinfahrt gegen das Eindringen deutscher Kriegsschiffe sichern. Unter dem Eindruck der Beschießung und des Vormarsches der deutschen Truppen bieten die Verteidiger von Gdynien die Kapitulation an. Die deutschen Truppen rücken in die eroberte Stadt ein. Aus Kellern und Schlupfwinkeln werden die Reste der ehemaligen polnischen Besatzung aufgestöbert, die sich dort in Zivilkleidung versteckt haben. Sofort nach der Einnahme trifft auch der Führer überraschend in der Stadt ein, die nach seinem Willen fortan Gotenhafen heißen soll. Als alter Soldat des Weltkrieges befindet sich der Führer seit Beginn des Feldzuges an der Front bei seinen Soldaten. Mit seinen Soldaten teilt der Führer auch das Essen aus der Feldküche. Mit den vormarschierenden Truppen rückt auch das Führerhauptquartier immer weiter ostwärts vor. Ständig wird der Führer über den Fortgang der Kampfhandlungen unterrichtet. Ständig ergehen vom Führerhauptquartier die entscheidenden Weisungen und Befehle.
Das erste große Operationsziel des Feldzuges, möglichst starke Kräfte des feindlichen Heeres westlich der Weichsel zur Schlacht zu stellen und zu vernichten, wird in einem geschichtlich einmaligen Ausmaße erreicht. Den von Schlesien und von den Beskiden, von Pommern und Ostpreußen her vorstoßenden deutschen Armeen gelingt es bereits am 8. Kriegstage, dem über Kutno zurückweichenden polnischen Hauptheer den Rückweg zu verlegen und weiter südlich bei Radom kämpfende polnische Divisionen von der Weichsel abzuschneiden und einzukesseln. Am 13. September 1939 hat die südlich Radom eingeschlossene polnische Gruppe aufgehört zu existieren. Am Tage danach meldet der Heeresbericht als vorläufiges Ergebnis der Vernichtungsschlacht bei Radom weit über 60.000 Gefangene. Übersehbare Mengen von Waffen aller Art sind erbeutet worden. Hunderttausende gefangener polnischer Soldaten treten den Weg in die Gefangenensammelplätze an. An allen Frontabschnitten setzen die deutschen Truppen die Verfolgung des geschlagenen Feindes in ostwärtiger Richtung fort.
Auf dem äußersten Südflügel sind es ostmärkische und Gebirgstruppen, die in scharfem Nachdrängen die polnischen Verbände werfen und sie um Lemberg und nördlich